Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf Mero. Was wissen deine Eltern über ihn? Das Ding. Ich hoffe, ich kann das einfach so, kann darauf eine Reaction machen. Natürlich, Support ist kein Mod, das Ding ist immer in der Infobox verlinkt. Let's go, wir geben uns das. Falls ihr mehr solcher Teile sehen wollt mit anderen Rappern, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, wir legen los. Heute wollen wir rausfinden, was eure Eltern und Großeltern über Mero wissen. Das ist Mero. Kennt ihr den? Ne, mit Sicherheit kenne ich diesen jungen Mann nicht. Ja, cool. Okay, man sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Ne, mit Sicherheit kenne ich diesen jungen Mann nicht. Als würde er ihn kennen und als hätte Mero dem irgendwas Schlechtes angetan. Das Aussehen, moderne Frisur. Man würde ihn nicht von der Bettkante stoßen. Wollt ihr ihn etwa verkuppeln? Für unsere drei Töchter jederzeit akzeptabel, ja. Okay, und... Okay, was geht jetzt ab? Und was denkt ihr, was er für Musik macht? Ja, auf Anhieb würde ich sagen Hip... Ey Junge, warum hängt das denn jetzt? Ja, auf Anhieb würde ich sagen Hip-Hop. Was man als Rapper bezeichnet. Rapper. Aber nicht deutscher Schlager, auf keinen Fall. Wir können nur spekulieren. Gut spekuliert. Los geht's mit den Fragen. Wie hat sich Mero seine Fanbase aufgebaut? Tja. Ja gut, heute. Durch Kai A. Tag ist sicher mit Internet und mit Millionen von Followern. Über Handyvideos auf Instagram ist eine Möglichkeit. Spontankonzerte auf dem Baumarktparkplatz. Er hat sich in der Schule... Wie er ihn noch dabei anguckt. Könnte das sein? Die Sprechanlage gehackt und darüber seine Songs performt. Also so tolle Internetausstattung haben wahrscheinlich nicht viele Schulen. Wir entscheiden uns für diese Antwort. Okay. Über Handyvideos auf Instagram, richtig. Würde ich sagen, über Handyvideos auf Instagram. Über Handyvideos auf Instagram, mit Sicherheit, ja, ja klar. Mhm. Safe. Yeah. Ja, er kennt es. Eigentlich ist er so ein Fan von ihm und heißt auf Instagram Heinz428QTH. So, aber er will das gerade nicht zugeben. Bitte, Natives. Abonnenten steigen und steigen, Bruder. Was soll ich dir sagen? 40.000. Wie viel? 40.000, Bruder. Nein. 40.000 Fans sind da. Nein, Bruder. Mit kurzen Clips auf Insta, in denen er zeigt, was er rap-technisch drauf hat. Krass, das war noch zur Orla Billig-Zeit, sieht man hier an dem Cover. Hat Mero in kürzester Zeit viele Abonnenten eingesammelt. Voila, Applaus, Applaus, Applaus. Und weiter geht's. Sprechen wir über seine Musik. Also, wie heißt ein Song von Mero? Also, kleine Nachtmusik sicher nicht. Nee, eher große Rapmusik. Wolke 10, Busch 17, Regenschauer 28. Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht sagen die auch Regenschauer. Ein junger Kerl. Passt, nee, 28 ist er schon, nee, ist er nicht. Ist er nicht. Wolke 10. Aber heißt es nicht Wolke 7? Wolke 10. Glaubst du? Sag ich. Ehrlich? Nein. Ja. Ja? Ja? Ehrlich? Was jetzt? Keine Ahnung. Ist richtig? Ist richtig. Na klar, ich weiß nicht, das fliegt denn manchmal so zu. Wolke 10. Ja, fliegt manchmal. Wolke 10? Mal so zu. Und wir hatten den doch alle schon mal als Ohrwurm. Komm. Boah, Junge, die Zeit vor 2 Jahren, Digga, das war eine krasse Zeit. Kommen wir zur nächsten Frage. Wo man ihn nur noch überall, man, Deutschrap, man hatte nur noch Mero im Kopf, Alter. Er hat irgendwie am Tag 100.000, 200.000 Follower gemacht. Ja. Ach, QDH taucht in jedem Song von Mero auf. Wofür steht QDH? Qualität der Hits. Nope. Qualität die Hälfte auch nicht, ne? Nein. Q steht bestimmt für Qualität. Oder doch was anderes. Gatre de Huy, 428, letzte Ziffern seiner Hut. Was ist Hut? Letzte Ziffern seiner Hut. Naja, seine Hut, seine Gegend. Ah ja, um Rüsselsheim. Qualität des Döners hochhalten. Querpass, Dribbling, Handelfmeter. Also entweder das Querpass oder die Hut, eines von beiden. Hut. Ich nehme Stift und ich nehme das. Ihr müsst euch schon für okay, sie hat recht. Eine Antwort entscheiden. Wenn er Fußballer war, dann wird es diese Antwort wohl sein. Querpass, Dribbling, Handelfmeter. Ich hätte mir sogar vorstellen können, also dass die das hier nehmen. Quatre de huit. Notre réponse. Très bien, c'est correct. Quatre de huit, meine Sette, ja, Habib, also geh weg. Quatre de Huit sind tatsächlich die letzten 3 Ziffern der Postleitzahl von Hasloch, dem Rüsselsheimer Stadtteil, aus dem Mero kommt. Und bald bin ich in den Charts, Sixth. Boah, Junge, baller los. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen Song so oft gehört, Digga.
Ich, aber das andere war lustig. Ja, sehr lustig. Aber bei der nächsten Frage wird's ernst. Welche Anschuldigungen gegen... Weißt du, er sagt hier jetzt, ja, sehr lustig. Weißt du, aber die vor den Leuten sagt er das gar nicht. Es ist so nachsynchronisiert. Vor den Leuten, ja. So, weißt du, so, aber hinter den Leuten so ein bisschen Faxen machen, ne? Ja, ja. Mero kursierten seit Frühjahr 19. Angeblich sollen Klicks für Mero gekauft worden sein. Er fährt seit er 15 ist ohne Führerschein Auto. Er sei gar kein Straßenrapper, sondern gescheiterter Jurastudent. Also wenn, dann tippe ich auf den Jurastudent. Die Loser, die kenne ich. Mero ist ein Loser? Er fährt seit 15 ohne Führerschein. Das wäre ja kriminell. Aber das ist auch, ich habe mir schon gedacht, dass das Leute nehmen werden. Mel. Ich würde vielleicht eher das noch sagen. Gekaufte Klicks? Ist doch fies. Aber beim Rapper, naja, gut. Da tippe ich drauf, weil das ist schon öfter mal vorgekommen, dass man so Sachen macht. Schon mal von dem Fall gehört? Nö, ich weiß das nur generell im Netz. Wir das alles Mero-Fans sind, aber es nicht zugeben. Das kann auch jemand anleiern, ohne dass er es weiß, und genauso kann er es wissen. Die Frau kennt sich im Netz aus. Mero bricht reihenweise die Rekorde im Streaming. Seine Single Ola Bilir soll innerhalb von 3 Tagen schon über 10 Millionen Mal gestreamt worden sein. Alter. Mero wird vorgeworfen, dass diese Klicks gekauft sein sollen. Er bestreitet... Weißt du, und heute brechen andere so voll die krassen Klicks, aber da sagt keiner was gegen, ne? Bei ihm, weil er so wirklich der Erste war, der das gemacht hat. Ja, komm. Komm, laber mich nicht voll. Haltet das, doch der Vorwurf steht weiter. Ich meine ihn nicht, sondern die Leute, ne? Im Raum. Ich wollte es machen, das war das Einzige noch. Nicht schlimm. Gut, okay. Also, kommen wir zu seinen Talenten. Welches andere Talent hat Mero neben der Musik? Technik. Ich denke mal, dass es jetzt hier Fußball gemeint ist. Er hat mit einem selbstgebauten Graffiti-Automaten bei Jugend Voscht gewonnen. Nein. Fußball, er hat bei Zweitligist Darmstadt 98 gespielt. Das müsstest du wissen. Schneiderei. Er hat, oh! Hat eine eigene Klamottenkollektion rausgebracht. Die hat er sogar jetzt draußen. Das Video ist ja schon 2 Jahre her. Ich bin für Schneiderei. Okay, ich bin auch für Schneiderei. Wir haben ja gesagt, wir schätzen ihn sportlich ein, wir entscheiden uns für Fußball. Und wenn er Nike-Shirt anhat, würde ich auf Fußball tippen. Ich. Ja, aber nicht jeder, der Nike oder so anhat, muss jetzt auf ist sportlich. Ich sag einfach mal jetzt kontrovers Schneiderei. Nee, das mit der Schneiderei haben wir uns kontrovers ausgedacht. Mero hätte eigentlich Fußballprofi werden können. Hier spielt er mit der Nummer 7 in der Jugendmannschaft von... Er hat überhaupt keinen Bock, hier Nummer 7. Darmstadt 98. Dann hat er sich aber doch für was Seriöses entschieden und ist Rapper geworden. Und? Habt ihr heute viel gelernt? Ach, alles Mero. Um den ging's... Ja, okay. Ja, war ein interessantes Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War auch 1, 2 lustige Sachen mit bei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommt in meine Hut. Macht's gut, haut rein und ciao.